Das ist ein Mehrteiler. Am Ende jeder Folge findest du einen Link zum nächsten Teil und im Abspann ist auch die gesamte Playlist verlinkt, wo du alle Teile findest. Insgesamt ist das hier der Leitfaden Chinasäge von A bis Z und es geht um die Maschinen, die so oder so ähnlich aussehen. Gibt es unter verschiedenen Markennamen wie Fuchstek, Greencut, Einhell Güde, Timbertech und wie sie alle heißen. Die sind im Endeffekt weitestgehend baugleich und die Anleitung lässt sich übertragen auf alle Modelle. Ich werde euch ja nicht nur zeigen, wie man die Kette schärft, welche Schiene passend ist, wie man den Vergaser einstellt und welches Gemisch man fährt, sondern auch Reparaturanleitungen, zum Beispiel zum Kettenspanner, wie man den tauscht, wenn er abgenutzt ist, den Zylinderkopf, wenn da mal ein Motorschaden ist und welchen Auspuff. Und man nimmt uns so ziemlich alle Teile, die zu reparieren sind. Wenn es dir gefällt, dann gerne Daumen nach oben, Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und in der Videobeschreibung unten findest du auch immer einen Link zu den verwendeten Werkzeugen und Teilen, sowie auch einen Link zu dieser Anleitung in Schriftform auf unserer Internetseite zum nochmal in Ruhe nachgucken und mit vielen Detailbildern Schritt für Schritt. Dann viel Spaß! Hi zusammen! In der letzten Folge des China-Sägen-Leitfadens ging es darum, den Kettenspanner auszutauschen von dem einfachen, der von vorne zugänglich ist, was ein bisschen blöd ist, weil man immer hier an der Kette rumfuhrwerkt, umzubauen auf den seitlichen. Schaut euch das gerne mal an, ich verlinke das oben links. In der Folge heute geht es darum, die Stehbolzen der Schienenbefestigung auszutauschen. Warum? Das kommt gerne mal vor, wenn man hier mit zu wenig Gefühl, Schrägstrich, zu viel Gewalt festzieht, dass man das Gewinde versaut und dann kann man die die Schneidgarnitur nicht mehr richtig befestigen. Man muss die Stehbolzen tauschen. Ist relativ schnell und einfach gemacht. Ist kein Riesending. Wie, das zeige ich euch heute. Es gibt dafür Ersatzteile. Die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Das sind 4-5 Euro, was das kostet, so ungefähr. Und dann Werkzeug haben wir hier alles schon. Das habe ich auch in der Extra-Folge schon vorgestellt, welches Werkzeug man benötigt. Und dann geht es auch schon gleich los. Also zuerst muss hier natürlich die Schiene ab. In der Regel sind die Muttern sind noch gut, die sind härter als die Stehbolzen. Was kaputt geht, sind die Stehbolzen an sich. Aber das lohnt sich trotzdem mal nachzuschauen, ob nicht doch das Gewinde der Muttern rund ist, dann sollte man die auch tauschen. Warum man die da, die so gold-messingfarben sind, sowieso generell mal tauschen sollte, werde ich später noch erklären. So. Die sind hier in einem Gewinde im Aluminium-Kurbelwellengehäuse, sind die mit drin fest verschraubt und die sitzen da relativ fest drin, was auch gut so ist. Und deswegen, um die besser rauszubekommen, würde ich euch empfehlen, sprüht das erstmal mit WD-40 oder Karamba oder so einem Schrauben- und Rostlöser mal vorher ein, lasst das ein bisschen einwirken, dann geht das besser raus. Zum Rausdrehen am besten so eine Rohrzange, die einstellbar ist, benutzen. Und beim Aufdrehen ist es nicht so super wichtig, wo man da anpackt. Das wird später beim Einbauen des neuen Stehbolzen ist das wichtiger, dass man das Gewinde nicht versaut. Deswegen zeige ich es auch mal hier und zwar genau dazwischen. Ich zeige mal hier so ein neuer Stehbolzen. Der hat halt auf beiden Seiten hat er Gewinde. Und in der Mitte eben nicht. Und das ist die Stelle, wo man mit der Zange gut angreifen kann. Zum Rausdrehen. Ist ein normales Gewinde. Also geht mit links rum. Ah, geht das Ganze auf. Thank you.
Ich muss das hier mal umdrehen. Die haben da wahrscheinlich auch vom Start weg hier so ein Loctite-Gewindekleber reingeballert. Deswegen sitzt das so fest. Aber es tut sich was, bewegt sich. Jetzt hat er verloren. Wichtig ist auch, wie rum ihr die Zange haltet. Also wenn ihr die so packt und hier runterzieht, funktioniert das nicht. Dann rutscht man ständig ab. Bei diesen Kombizangen ist wichtig, dass man die so hält, dass die sich selbst zuzieht. So. Ja, wo sind wir? Muss ich aufpassen, dass ich nicht das Gewinde unten drunter noch verletze. So, jetzt wird es auch mal langsam leichter. Bevor ich die jetzt ganz rausnehme, hier gibt es jetzt ein paar Metallspäne von der Zange, damit die hier nicht in das Loch reinfallen mit einer Bürste oder ich habe für sowas immer eine alte Zahnbürste, die Späne vorher noch wegmachen. Dann kann man das rausdrehen. Warum die Späne? Deswegen, weil hier direkt hinter ist der Öltank. Also wenn hier Späne reinfallen, ist das im Öltank drin. Hier fehlt noch eine Schraube, sehe ich gerade. Und deswegen müsst ihr auch beim Reinschrauben des neuen Gewindebolzens auch schauen, dass der wirklich hier bis zu dem Schaft drin ist, damit das nochmal dicht schließt. Wenn ihr das neue Gewinde reinschraubt, den neuen Stehbolzen reinschraubt, würde ich euch empfehlen, die Originalmuttern hier noch zu tauschen gegen neue. Was ist der Unterschied? Hier diese, das sind die ganz billigen, die sind so Messingfarben, das ist ein relativ weiches Metall, das hält nicht viel aus, das hält nicht gut, die sind schnell mal kaputt. Es gibt da bessere, die sind stabiler und die verlinke ich euch auch mal in der Beschreibung. So, ich werde jetzt nicht beide Gewindebolzen tauschen, das Prozedere ist dasselbe. Den könnte man jetzt sogar nochmal benutzen, wenn er so angefressen ist durch die Zange, aber ich mache hier einfach einen neuen rein und na. Dann war es das auch schon. Beim Reinschrauben besonders darauf achten, dass man mit der Zange hier unten nicht das Gewinde trifft und kaputt macht. Lieber ein bisschen zu weit oben greifen, als zu weit unten. Und die Zange wieder so halten, dass man in Drehrichtung, dass sie in Drehrichtung nach unten zeigt, dann zieht sich das Ganze selbst zu. So, bin ich jetzt ganz unten, das wird schwerer. Ne, ich sehe hier noch so einen Spalt. Seht ihr das auch? So ein kleiner Spalt. Da gehen noch ein paar Umdrehungen rein.
damit das auch dicht ist. Also hier ist so ein Punkt, die Stehbolzen, die müssen schon richtig fest hier drinne sein, aber trotzdem muss man da noch ein bisschen Gefühl walten lassen, weil, wie gesagt, das Kurbelwellengehäuse hier ist aus einem Aluminiumdruckguss, aus irgendeiner Aluminiumdruckgusslegierung, und das ist ein relativ weiches Material, und wenn man hier einen Stahlgewindebolzen reintritt, kann das schon passieren, dass wenn man da mit zu viel Gewalt rangeht, dass man das Aluminiumgewinde kaputt macht. So. Also einfach mit Gefühl festziehen. Das ist jetzt hier dicht und fest. Und jetzt kann man das Ganze nochmal festschrauben. So, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge wird es darum gehen, den Seilzugstarter zu tauschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und gerne den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Bis dann, ciao!